Vor dem Arbeiten mit KDFA 5R19 möchte ich Ihnen eine kurze Einführung über die wichtigsten Funktionen und wichtigsten Punkte geben. Wir starten KDFA über die Desktop-Verknüpfung oder über das Startmenü mit einem Doppelklick. Haben Sie hier ein wenig Geduld, das dauert beim ersten Mal etwas länger. KDFA startet bei uns an der Schule automatisch mit einem Produkt. Dieses können Sie vorab mal schließen. Eine neue Datei erzeugen Sie über das Pull-Down-Menü Datei. Und neu, hier werden wir uns vorweg mit der Erstellung von Parts, sprich Teilen, Zusammenbauten, sprich Produkt, beziehungsweise deren Zeichnungsableitungen, sprich Drawings, auseinandersetzen. Um eben einen Teil zu erzeugen, klicken Sie auf Part. Danach geben Sie den Teilennamen ein. Achten Sie darauf, dass keine Hybridkonstruktion angehakt ist und das geometrische Set erzeugen können Sie vorab auch hier jetzt aushaken und mit OK wird hier ein neuer Bauteil erzeugt. Kontrollieren Sie die verwendete Workbench für Volumendesign, Partdesign, erkennbar an dem Zahnrädchen hier rechts oben. Wie kann ich diese Workbench umschalten? Über Start. Mechanische Konstruktion habe ich hier die Möglichkeit zwischen den Workbenches für zum Beispiel das Part-Design hin und her zu schalten. Mögliche Arbeitsleisten-Workbenches sind Part-Design, sind zum Beispiel Generative Sheet Metal Design bzw. Wireframe and Surface Design und über Flächenmodus auch zum Beispiel die Funktion des Generative Shape Design und dergleichen. Alles Workbenches, um an ein und demselben Teil zu arbeiten. Also achten Sie darauf, hier mit der richtigen Workbench zu arbeiten, beziehungsweise dass diese hier richtig eingestellt ist. Wir schließen das Fenster. Über Datei öffnen können Sie bereits modellierte Teile öffnen. Ich öffne hier mal den Übungsteil 1. Das Schieben des Bauteils erfolgt durch gedrückt gehaltene mittlere Maustaste. Das Drehen durch gedrückt gehaltene mittlere Maustaste und gedrückt gehaltene rechte bzw. gedrückt gehaltene linke Maustaste können Sie den Bauteil drehen. Und Zoomen erfolgt durch gedrückt gehaltene mittlere Maustaste und kurzes Antippen der rechten oder linken Maustaste. Und dann nach vor und zurückfahren mit der Maus zoomt um den Bildschirmmittelpunkt. Der Modellbaum hier links kann durch die F3-Taste aus- bzw. eingeblendet werden. Sie können in den Modellbaum wechseln, indem Sie entweder auf einen Ast hier im Modellbaum oder rechts unten in dieses Koordinatensystem hineinklicken. Beachten Sie den Bauteil, der wird ausgegraut, das heißt, wir befinden uns im Modellbaum, können mit mittlerer Maustaste diesen Modellbaum verschieben bzw. ihn vergrößern, gleich wie den Bauteil durch gedrückt gehaltene mittlere Maustaste und kurzes Antippen der rechten Maustaste haben Sie die Möglichkeit, diesen Modellbaum zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Ich schiebe Ihnen in seine Ausgangsposition, wechsle wieder über den Klick auf das Koordinatensystem oder durch Klick auf einen Ast hier zurück in das Bauteil. Zur Menüleiste noch einmal hier rechts. Sollte sich bei dieser Menüleiste etwas verschieben, Sie etwas nicht anfinden, einfach hier rechts, rechte Maustaste. Ganz unten finden Sie das Anpassen. Sie wechseln in das Register Menüleiste und hier wählen Sie zuerst alle Inhalte wiederherstellen, danach Positionen wiederherstellen und Sie haben alle gewohnten Icons wieder zur Verfügung. Wenn Sie den Bauteil möglicherweise aus dem Bild herausgeschoben haben und ihn nicht mehr finden bzw. alle Inhalte am Bildschirm einpassen wollten, verwenden Sie hier unten alles einpassen. Dann wird alles am Bildschirm original wieder eingepasst. Es gibt auch verschiedene Darstellungsstile
bzw. Ansichten, das sind diese beiden Icons hier, rechts die Darstellungsstile, schattiert mit Kanten, mit verdeckten Kanten und dergleichen, reine Drahtgeometrie, bzw. links daneben die verschiedenen Ansichten von vorne, von links, von rechts, von hinten, von oben, von unten. Also diese verschiedenen Ansichten, beziehungsweise wieder hier diese isometrische Ansicht. Sie haben auch die Möglichkeit zu messen mit dem Lineal, das Messen zwischen Elementen, beziehungsweise das Elementmessen. Ich möchte also messen zwischen Elementen von dieser Fläche hier bis zu dieser Fläche hier, erscheint mir dann hier das Maß, beziehungsweise im Modell selbst das Maß 15 mm. Solche Messungen kann man auch beibehalten, wenn man hier zum Beispiel Messung beibehalten selektiert. Hier kann ich also von Punkt zu Punkt messen, habe jetzt hier diese Diagonale gemessen, 29,155 mm von Linie zu Linie, von Punkt zu Linie, was auch immer. Das Messen von Elementen, ich möchte die Linie hier in ihrer Länge abmessen, 25 mm. Ich möchte diese Linie messen, ich möchte diese Fläche messen, es wird mir hier der Flächeninhalt angezeigt, in dem Fall hier in Quadratmetern. Das mal vorab ganz kurz zum Thema Messen. Wichtig vielleicht noch im Rollup-Menü Tools einige Einstellungen, die Sie zuvor kontrollieren sollten. Das beginnt bei der Infrastruktur und Teileinfrastruktur. Wählen Sie beim Register Allgemein Verknüpfung mit ausgewählten Objekten beibehalten, neu erzeugte externe Verweisen anzeigen und ich würde auch noch das bestätigen, wenn eine Verknüpfung mit einem ausgewählten Objekt erzeugt wird, auch das anhaken. Des Weiteren unter dem Register Anzeige selektieren Sie hier die Parameter bzw. die Beziehungen. Wir wechseln dann in das Menü Mechanische Konstruktion und Drafting. So, jetzt hat es geklappt. Menü Drafting unter Anzeige, unterm Register Allgemein. Anzeige und Anpunkt anlegen, deaktivieren, primärer Abstand 5 mm bei 10 Unterteilungen. Dann Register Ansicht, selektieren Sie Achsen generieren, Gewinde generieren, Mittellinien generieren. Keine verdeckten Kanten. Den Rest können wir mal vorab so belassen. Das so viel zur Kurzeinführung. Damit kann man schon prinzipiell ein bisschen zu arbeiten beginnen. Und wir starten mit der Konstruktion von einfachen prismatischen Körpern.